hab schon gedrückt. Jetzt mal gucken, wann es wieder startet. Weltkarte, Push to Talk. Boah, die haben das endlich mal am Kenworth gefixt, wie schön. Was? Was haben sie da gefixt? Dass dieser Lichtpunkt von der Rundumleuchte nicht mehr in der Luft fliegt, wenn man in der Innenansicht in den Spiegel guckt. Oh, danke. Oh. Kalender, ich hab was zum Randschreiben. Der Katzentyp hat gesagt. Oh ja, ich seh's auch. Oh, wird, oh, Alter, wird ja auch endlich mal Zeit, ey. CB-Funk. Aber ich könnte wetten, denen ihre Liste mit Sachen, die sie zu fixen haben und. Ich glaube, die geht mittlerweile ins Endlose. Wahrscheinlich, ja. Die werden das könnte ich für wetten. Deshalb wird es noch ziemlich lange dauern. Wo sind wir schon live? Ich glaube schon, ne? Ja. Gut, hallo und ein wunderschönen Fähigen, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute zum Livestream am Sonntagabend. Wir fahren heute ATS. Man macht keinen Daumen im SCS-Konvoi. Und wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich gerne wieder dazustoßen, meine Damen und Herren. Wir sind aktuell 16 Leute und wir haben den Server, oder Katz hat den Server erstellt, bis auf 40. Könnt ihr also noch dazustoßen. Und wir machen halt als heute als erstes, bevor wir jetzt hier gleich durchstarten, ich verrate jetzt mal noch nichts. Der eine oder andere kennt es vielleicht, aber es gibt viele, die kennen es nicht. Ich habe es nicht gekannt. Kai, nicht mal Kai konnte es. Und Kai ist hier, ATS ist ein Vollprofi, nicht mehr der konnte es. Aber lassen wir uns gleich überraschen. Jetzt erstmal schöne Grüße zu Hause am Empfangsbolzen. Moin. Und hier im Discord, ich weiß gar nicht, bei mir wird es heute nichts angezeigt. Seit 1.5 blendet das nicht mehr ein. Kai ist da, Katze war da, dann der Robert ist da, Valentin ist da. Wer war noch alles hier? Das war's, glaube ich. Na, siehst du, alles gemerkt. Perfekt. So, 17 Leute sind wir. Ja, wie gesagt, stoß gerne dazu. Wir schüsseln jetzt mal los. Ich zeige euch mal, wo es jetzt hingeht. Ich muss aber dazwischen grätschen. Warten. Hallo, 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 erstmal. Ja, dass ich die, da wo du jetzt quasi hin und mit der Hidden Road, kenne ich deswegen nicht, weil ich das A, nicht wirklich mehr verfolgt habe und B, ich quasi nur auf den Interstates zu Hause bin. Also habe ich das links liegen lassen. Verstehe schon, verstehe schon. Und deswegen. Das wird ja voll ganz interessant. Ja, da bin ich ja schon mal ganz schön gespannt drauf. Genau, also für die Leute, die jetzt schon auf dem Server sind, ihr könnt euch jetzt schon mal freuen. Die noch kommen wollen, denkt bitte an den G-Satz-Dingsbums. Habe ich das? Ne, steht nicht in der Beschreibung, ne? Verdammt. Glaube ich, sollte nicht drin stehen. Wenn ihr das noch nicht eingetragen habt in der Konsole, müsst ihr das nämlich noch eintragen. Ich muss gerade noch fix was in Einstellungen machen. Gut. Schauen wir mal, schauen wir mal. Dann habe ich gesehen, dass gewisse YouTuber-Leute mittlerweile auf deinen 128-Zug aufgesprungen sind. Alter. Zeit wird's. Aus dem Quark. Ja. Und dann habe ich dein Video gesehen, Schweiz Hidden Roads. Yep. Also die zweite Hidden Road, wo du da durch den, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Canyon gefahren bist. Ja, das ist ja kein Canyon, ist ja nicht. Ja, in nee, Europa ja. Oder hier heißt es ja Schlucht. Aber wie sie da die Mauer, nee, was, Mauerwerksbrücken oder wie auch immer, immer ist die Autobahn rechts, dann ist sie links. Also ich musste das Video ein paar Mal zurückspulen. Ich sage, wieso ist er denn jetzt hier? Wieso ist er denn jetzt da? aber hast du dir das, du hast es dir ja auch angeguckt. Alter. Oh Scheiße, das war zu weit ausgeholt. Ja. Das muss ich mich da jetzt auch erstmal dran gewöhnen. So, das ist ja der Hammer, was die da hingezaubert haben. Ja, ich bin oder? Voll begeistert. Das haben die richtig Alter. Geil gemacht. So, jetzt passt mal auf, meine Damen und Herren. Ihr wisst nicht, oder viele wissen wahrscheinlich nicht, was hier in Hus. Ach, hier sind wir falsch gefahren. Da müssen wir dort nicht den Tunnel durch. Ja. Ah, siehst du, das kriegt man gar nicht so mit, wenn man hier lang fährt. Jetzt passt mal auf, meine Damen und Herren. Ja. Ich bin jetzt falsch gefahren. Da ist es hier. So, früher war anscheinend hier mal die Schranke zu. Der Robert fährt schon mal vor. Ich dränge mich jetzt hier mal rein. Genau. Aber wenn ich in Houston bin, dann fahre ich eigentlich meistens immer zum Space Center. Ja, es gibt in Houston auch noch was anderes zu entdecken. Das werdet ihr gleich sehen, meine Damen und Herren, wo wir jetzt hier rauskommen. Das hier rot, Junge. Aber wozu haben die anderen einen Trailer, wenn ihr jetzt da auf die Strecke fahrt? Ist ja nur zum Testen jetzt hier. Was befindet sich denn hier, meine Damen und Herren? Weiß es jemand? Ja, da steht schon. Was steht denn da?
Der Opa Fossi hat schon. Die Rennstrecke, jawohl! Guck mal, da kannst du hier tanken fahren. Und es gibt tatsächlich auf der. Also, die gibt es anscheinend auch schon länger. Also, ganz ehrlich, ich habe es nie gesehen. Es gibt im ATS eine Teststrecke. Eine, hier sieht man es. Guck dich mal an hier. Du verwechselst da was. Rennstrecke, ist so eine Rennstrecke? Oder? Das ist eine Rennstrecke. Die Teststrecke ist oben bei Seattle. Achso. Dings. So, was war mit meiner Konsole? Ich habe es nicht reingeschrieben in der Beschreibung, habe es vergessen. Oder steht es noch drin? Steht es in der Beschreibung? Ey, keine Scheiße, jo. Na, da weiß ich ja, wo ich morgen hinfahre, wa? Ja, es steht in der Beschreibung. Es steht in der Beschreibung. Also ihr müsst erst, bevor ihr hier bei uns joinen wollt, meine Damen und Herren, wir fahren jetzt hier gleich mal eine Runde. Ihr dürft gerne auf den Server kommen. Aber erstes, startet den Singleplayer, tragt diesen Satz ein, den ihr unten in der Beschreibung findet. In der Konsole ein, diesen G-Max Convoy Size 128. Dann geht ein Spiel und dann joint ihr auf den Server. Oben steht, Servername ist Nordic. Einfach eingeben, da findet ihr das relativ schnell. Und dann könnt ihr jetzt hier, wenn ihr Lust und Bock habt, hier mal mitfahren. Geil wäre es natürlich, wenn man jetzt hier die Möglichkeit hätte, dass hier die Zeit gestoppt wird. Das wäre eigentlich richtig geil. Wobei man das sogar machen könnte. Dafür müsste es leider vorher einen Gegenstand, die Stoppuhr haben. Genau. Oh, ich bin irgendwo dagegen gefahren, hübsch. Genau. Aber so ja, sieht's. Immer mit deiner Fliegekammer rüber zum Rescue Point. Zu wem? Ach, hier zum Rescue Point. Da ist ein Hubschrauber und zwei hier solche Dinge. Zwei so hier, ne? Wasserkraftlöschfahrzeuge. So, ich stelle mich jetzt mal hier vorne. Wer jetzt mitfahren will, meine Damen und Herren, ich stelle mich jetzt hier vorne mal auf Platz 1. Hier vorne. Bitte mal mit anschließen. So, ich mache das jetzt mal hier ganz, ganz flink. So, zack. So. Also, wer jetzt da mitfahren will, der stellt sich jetzt hier mal mit an. Wir machen, ihr seht, wir machen manchmal ganz schön viel Scheiß. Aber das macht einfach Laune. Heißt, jetzt habe ich meinen Auflieger dran. Ja, den musst du wegbringen. Also, jetzt mal ohne Auflieger. Dann hier mit anstellen. Mit an? Mit ranstellen. Alle, die hier mitfahren wollen. War sind schon unterwegs? Warten wir mal. Und dann fahren wir jetzt hier gleich mal, meine Damen und Herren. Ist das lustig? Es ist so lustig. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, das sind keine Löschzwerge. Löschzwerge sehen anders aus. Was für Löschzwerge sprichst du? Ja, von den richtigen Löschzwergen. Hä? Ach, du meinst die Löschfahrzeuge da drüben? Na, irgendeiner hat hier Opa Dingens hat sich geschrieben, Löschzwerge. Also, nein, das sind keine ich kann, Löschzwerge. Ich brauche unbedingt einen anderen, ich muss irgendwie am anderen Browser erinnern. Oh, da kommt einer. Ja, es war aber knapp, du jetzt hier. Wer fährt das noch mit hier? Ja. Kalle Camping fährt vorbei. Der Wolf, ach, der muss nochmal tanken, oder was? Also die Leute, die mitfahren wollen, ihr kommt nochmal, der Bürger kommt nochmal, da sind auch noch welche unterwegs. Ich hoffe, die stoßen jetzt hier gleich dazu, dann werden wir jetzt hier gleich mal ein Rennen ausfahren. Ihr könnt es ja so machen, wir fahren 5 Runden oder 10. Wie fahren wir? Sagt an. Ja, es wäre besser. Was? 5? Ja. Dann fahren wir jetzt mal 5 Runden dann. Und bei diesen 5 Runden, glaube ich, kriegt man hin, oder? Dass man mitzählt und dann, ja, und dann, weiß, ja. Und dann guckt, wer am dann als erstes durchs Ziel rammelt. Natürlich jetzt unfair, dass ich vorne stehe, aber es ist jetzt einfach mal so. Mit dem LKW solltest du eine Runde vor. Genau. Müsste ich aber auch, glaube ich. Ist das geil. Also, die Ente, die vorne dran haben, hat zu viel Luftwiderstand. Ich wollte eigentlich heute ganz normal eine Tour fahren. Machen wir auch noch. Wir werden noch eine Tour fahren, meine Damen und Herren. Keine Panik. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier noch schnell fahren. Jetzt warten wir noch, bis Bürger sich reinstellt. Weiß nicht, ob Hatsu hier noch mit sich dazu stellt, weiß ich nicht, weil das wäre jetzt der letzte. Wir haben noch andere Leute. Artenreichtum fährt nicht mit und Cyberstorm auch nicht. Gut. Das ist schon wieder zu herrlich, ja. Zu schön. Und ja, wir können aber gerne mal so einen Rennabend machen. Da habe ich überhaupt keinen Stress damit, dass wir mal sagen, komm, wir fahren mal Abend hier mit Zeit stoppen und dann geht's richtig ab. Da muss ich dazwischen grätschen, dann musst du das aber so machen, dass ein Rennen, wo nur Lenkraddreher sind und ein Rennen, wo nur Tastaturdreher sind. Weil die Tastaturdreher definitiv nicht einen Hauch einer Chance haben gegen einen Lenkraddreher. Achso, okay. Nur. Gut, egal. Ich bin in Tastatur. Warte mal. Siehst du? Und schon geht's los. Gut.
wo ist ja nochmal der Ding auf ich habe eigentlich, mein CB-Funk geht auch nicht mehr. Geht bei euch der CB-Funk noch? Der CB-Funk geht bei mir hier nicht im Ding. Muss ich sagen. Bei mir geht er. Dann zähl mal, dann machen wir hier aus. Dann mal 3, 2, 1, Start. Machen wir so hier ein CB-Funk. Hören alle mitten. Feststellbremse lösen. Genau, Feststellbremse lösen. Und dann geht's los. So, dann an alle Teilnehmer, Start ist auf 3, 2, 1, Start. Oh, da kommt er gar nicht aus dem Knick hier. Aster! Au! Ah! Oh, der schießt ja vorbei an mir, das sieht man doch nicht! Ideallinie mit dem hier! Hat sich doch nicht vor mir! Ah! Oh. Ich kann schon nicht mehr, Alter! Ich kann schon nicht mehr! Mein Puls ist schon wieder zu weit oben! Ja. Aber ich find's gut, dass es da hinten. Ich find's gut, dass da hinten schon viele raussortiert. Die erste Kurve. Aber hier einfach Ding machen und dann geht es. Ich hab fast zu viel gedriftet. Ja, schön, ich hab 100% Schaden. Ah, aber du kannst aber trotzdem weiterfahren normal, oder? Seit 1,50 haben wir jetzt. Geht nicht? Echt? Bei mir ist es tot los. Ach, stark. Ja, oder es war nur im ACS, das kann auch sein. Alter, die Mühle, die International kommt ja nicht aus dem Pott hier, Alter. Das ist eine Krücke hier, ey. Ist das geil? Ich habe schon viel gemacht, aber ATS entwickelt sich immer mehr zum Spaß-Simulator, ey. Ey, wer schummelt da hinten? Ich hab's gesehen. Irgendjemand geschummelt hier. So, Runde 1, fertig. Aber du bist schon. Oh, guck mal, die anderen 20 rausgeschossen. Das finde ich schon mal gut. Geil. Wieder 2 weniger. Jawohl! Also jeder muss halt mitzählen, ne? Wie viel Runden das er schon gemacht hat. Logisch, ne? Mein 1-6er Konkurrent wäre gerade fast aus dem Kumpel geflogen. Hier haben wir Tankstellen? Ja, aber hätten sie Ding hätte auch noch hinbauen können hier, ne? Haben die ja. Nee, die Werkstatt meine ich. So, ich muss Artenreichtum muss ich jetzt hier noch. Robert, dein Traxburg piepst. So, Artenrechnung habe ich gerade sagen, wer telefoniert denn da? So, Artenrechnung habe ich schon mal abgezogen hier. Sehr schön. Ist das geil? Ah, Leute, ich find's so geil. Ach, die 1,50 ist so gut. Sie macht so viel Laune. Oh, die Kurve ist hier echt assi, ne? Frag von Freunden, was kriegt denn der Gewinner? 2,50 Mark. Feuchten Händedruck. 2,50 Mark. Aber der International ist ja echt lahm, ey. Der ist echt müde hier. Der kommt denn nicht aus der Pötte hier, ey. Runde 2 ist fertig. Bist du schon Runde 2? Alter. Ja. Chill, ich hab jetzt erstmal meine erste Runde. Was? Ist du holst hier gleich den ersten. Finde ich, ey. Ey, das ist so lustig. Live-Chat kann jetzt einmal mal Wetten abschließen. Oh, hier, Mike, jawoll. Der will hier gleich 24 Stunden von Le Mans fahren. Das ist ja eine Vollmacke, Alter. Ich kann natürlich jetzt nicht. Warum mit dem anderen Browser, ey? Dieser Scheißding geht nicht mehr hier. Der Live-Chat, ich kann den Live-Chat nicht verfolgen. Ich habe zum Glück noch keinen Verfolger, aber ich glaube, ich komme jetzt an Katze langsam ran. Und wer fährt vorne? Vor mir fährt noch Spectre. 2 hole ich mir jetzt. Ich mache jetzt Snacksch. Los! Los, komm! Gib Schmotter! Ist das geil! Also mit dem hat jetzt natürlich heute keiner gerechnet. Das muss man auch mal dazu sagen, oder? Moin, Andi! Jan! Hallo! Moin! Runde 3 vollendet. Bist du Runde 3? Also wie schnell fährst du? Ey, das gibt's doch nicht. Ich steh dauerhaft auf dem Gas. Ich bremse eigentlich nie, auch nicht vor der Kurve. Der ist immer so ein Heizer. Ja, bei mir piepst auch Traxburg gar nicht mal. Das gibt's nicht. Ich muss an Spectre jetzt irgendwie vorbei hier. Brauch die Ideallinie. Mann, ich komm da nicht vorbei jetzt hier. Scheiße mit der Scheiße. Aber wenn du Rennen fahren willst, Marco, ja? Ja. Dann brauchst du die höchste PS und ganz wenig Gänge. Ja, ich hab
13 ab. Die niedrigste Gangschaltung muss da. Nicht vorbei, ey. Weil damit du dadurch kommst, dadurch bist du ganz schnell auf Tempo. Ja, das stimmt. Am besten wäre noch selber schalten. Selber schalten. Ja, das sowieso. Da bist du mit Automatik, bist du voll voller. Ja, das sehe ich auch bei meinem Bruder andauernd, wie der immer davon zieht. Jetzt, komm. Nein, ich werde überholt. Nein! Da bist du nicht mehr erst, oder was? So, ich bin der Spektor vorbei. Jawohl. Katze, ich komme. Genau, der fährt auch gute Linie, ich sehe schon. ATS, ich sag's euch, ich bin so geil. Entweder wir sind oben beim Springen oder wir sind ja beim Rennen fahren, wenn wir ATS fahren. In der Auslaufzone stehen die Trailer abgesattelt, sehr gut. Aber weißt du, Marco, dass das schon die zweite Rennstrecke ist? Noch eine, die wir befahren können? Ja. Gibt's noch eine zweite? Ja. Echt jetzt? Ja. Komm mal, Tuxco, gibt's noch einen. Richtig, bei Tuxton oder New Mexico. Da kann man nochmal, da kann man nochmal fahren oder was? Da gibt's auch eine Rennstrecke, ja. Ich glaube, die sind ein Tuck größer. Noch? Die kriegst du sogar Club in der Steamer-Rungenschaft, wenn du da fährst. Was macht denn hier? Ja. Was kürzt denn hier ab? Na, dann kürze ich auch ab. Wenn alle abkürzen, kürze ich auch ab. So, ihr Pfeifen. Hinter mir, der fährt mit dem Trailer fast schneller weg. Das gibt's doch gar nicht. So. Zehn gerade. Wie? Bist du jetzt Runde 4, oder? Scheiße, ja, eine Runde muss ich ja noch. Naja, ich denk mal grad. So, bei dir ist die Finalrunde jetzt. Ja. Der am kürzesten aus der Schule ist, kriegt Zählen nicht auf die Kette. Ja. Schön. Das ist da wollte ich jetzt auch schon. Was, Mathe, Strichliste auf dem Schreibtisch oder was? Was? Ob du eine Strichliste auf dem Schreibtisch geführt hast, hast du dich vermalt oder was? Ja. Es ist das Haus von Nikolaus geworden. Oh. Schön. Wie geil. Alter, ihr seid mir echt schon so speziell. Ah, nee. Ich hab den fünften Strich nicht einmal quer rübergezogen, sondern hinter den vierten. Ach, deswegen bist du durcheinander gekommen. Oh, wei, oh, wei, oh. Jetzt Krise. Ich muss die noch überholen. Das hilft nichts. Da muss ich jetzt noch dran vorbei. Jetzt, ja. Oh nein! Katze! Da gehört die durch sind, die drehen. Drehen und fahren gegen den Rest. Scheiße, ich war so nah dran. Oh, Kacke. Ja, und 60% Schaden, so eine Scheiße mit der Scheiße. Camworld hat so eine große Lenkung, das ist das Problem. Na, der Radstand, ja. Ich hab mit dem Camworld kein Problem. Da vorne, ich seh's Ziel schon. Normalerweise fahr ich ein Auto. Fertig. Echt jetzt? Oh, super. Dann darfst du jetzt eine Ehrenrunde drehen und darfst dich freuen. Und hupen. Achso. Ich fahr gerade rückwärts zur Tankstelle. Achso, ja, dann kannst du dich hinstellen. Hätten sie noch so ein Protestchen bauen müssen hier, ne? Ich möchte meinen, der Cascadia hat nur zwei Achsen. Gibt's auch ein Zwei-Achs-Chassis. Ja. Weißt und wenn du da den stärksten Motor einbaust und die kleinste Gangschaltung, dann kannst du ja richtig Faxen machen. Hallo, Michael. Ey, ist das geil, ey. Kein Scheiß, also ich hab schon viel gesehen. Fahrzeugfüllfunktion. Jetzt geht's zum Ziel, kackt ab hier. Da kommen sie alle. Nee. Oh. Du bist auch schon fertig. Ich bin fertig, das war jetzt meine letzte Runde. Okay. Aber trotzdem, mein LKW ist voll im Arsch. 64%. Hey, was hab ich? Ja, mein Gott, der ist 100%. Aber auf fährt noch, oder? 2%? Was habt ihr gemacht? Naja, das erste war, wo ich, weiß nicht, gleich am Anfang gleich weggerammelt und dann bin ich Katze noch mit drauf gefahren. Aber der ist einfach weiter. Da kennt Katze nix. Na, ich sehe schon. Das ist richtig. Der bremst, verliert, lieber tot als weiter. Das ist richtig. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe schon viel gesehen, aber das haut mich erst aus Socken hier. Wir sind 26 Leute übrigens, meine Damen und Herren. Wir haben noch Platz. Und bei der Rennstrecke in Tucson, da gibt es sogar eine Werkstatt. Echt jetzt? Wo ist denn Tucson? Ja. Wo ist denn Tucson schon wieder hier?
Wie schreibt man das? Im Süden New Mexico. Unterhalb vom Föhn. Wir sind doch hier. Achso, Mexiko ist auf der Seite. Mexiko Tucson. Ist ah, links. Ah, ja, ja, ja. Tucson, wo ist denn das da? Wo soll das da sein? Ist das auch so ein Hidden-Gedöns? Ja, ja, ja. Wo ist das ungefähr? Da muss ich das hier erstmal sehen auf deinem Bild hier. Da ist, ah, ich sehe sie schon, da ist so ein Zipfel. Da ist so ein Zipfel links. Ach, hier bei Bitumen? Ja, da musst du langfahren. Ja. Okay. Fliegen wir mal, wir können mal folgendes mal, machen wir mal nach Tucson, wollen wir uns das noch anschauen? Habt ihr noch mal Lust, noch mal eine Runde zu fahren? Ach ja. Oh. Eine geht noch, oder? Machen wir eine und dann fahren wir eine Tour. Gut, dann. Da ist auch noch der Berg mit diesen, da ist eine richtig fette Hidden Road. Hidden Road. So, schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Das heißt, brauche ich meine Werkstatt. Ach so, und weil ich das hier gerade sehe, hier bei deinen Schweizer Hidden Road, wo du da in Bern unterwegs warst, ey, ich habe so gegrölt. Sagt man bei euch wirklich Siedlung zu einer Innenstadt? Keine Ahnung. Na, weil du immer gesagt hast, Siedlung. Kann sein. Weiß ich nicht. Das ist eine Innenstadt. Das heißt dasselbe. 18 Gänge. Machen wir mal 12 Gänge. Na, und den fettesten Motor. Der fetteste hat bloß 500 noch was. Ja, rein. Volle Butze. So. Also, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt Richtung Bitumen. Ich fahre jetzt mal Richtung Bitumen, das ist dann quasi hier lang. Weil ich auch noch schnell um, dass ich selber schalte. Ne, das mache ich jetzt nicht. Weil ich habe mein Ding habe ich hier für ATS noch nicht richtig drin. So, meine Damen und Herren, weiter geht's in Tucson. Tucki-tuck. Um der Verkehr. Wo müssen wir da hin? Zu Bitumen. Ach, da hinten? Mein Name ist. Hey, wo geht's denn hin? Wollen wir da links fahren? Nee. Nee, geradeaus. Wo fährt man da links hin? Das ist ja so ein kleiner Bogen als Hidden Road. Ach, ja. Ach so. Hätten wir theoretisch schon lang fahren können, aber hier gerade ist kürzer. Ja. Ja, das ist ja das, was ich dir vorhin gesagt habe. Da gibt's noch eine fette Hidden Road. Alter, geht der jetzt ab. Jo. Wieso, was hast du gemacht? Ich habe einen Sechsganggetriebe reingebaut. Und den fettesten Motor, richtig? Yes. Ach du Scheiße, das heißt keine Chance mehr. Ja gut, den hatte ich ja so oder so schon dran. Ja, okay. So, meine Damen und Herren. Ja. Jetzt geht's ab. Schmitz Mietz. Hier ist ja noch der kleine Hidden Road. Bevor das hier alles beginnt. Ja. Ach du Scheiße. Alter, du willst mich doch verarschen. Was machen Sachen? Aber es ist geil, dass hier eine Werkstatt ist und Tankstelle. Das ist doch richtig gut. Das ist gut. Wir müssen es doch noch einbauen hier. Da telefoniert schon wieder einer. Bin ich. In meinem Praxisbuch. Start. Wo ist hier Start und Ziel? Haben die nicht solche Dinge? Oh, Junge, klar. Irgendwo. Ich sehe nix. Ja, aber die haben ja nicht solche Dinge, oder? Dann einfach fliegender Start. Fliegender Start, ja, nur wieder. Er schießt aber ab mit seinem Gummi hier, ne? Aua. Komm, die machen wir jetzt doch trotzdem nackig. Ab jetzt. Und wie ist Katze? Ja. Sieht er jetzt, also ist jetzt besser? Ja, wesentlich besser. Die krieg ich schon noch, warte ab. Oh, bitte bleib stehen! Eigentlich hab ich. Oh Gott, was Sekunden mehr. So, du? Klebt da fest.
Ah, jetzt ist er raus. Warte, ich schieb von hinten. Alles gut. Alter. So. Ab geht die Luzi. Ist natürlich fatal und gefährlich hier, ne? Das Ganze muss man auch sagen, ne? Mit diesem Start da vorne. Aber da gefällt mir die Strecke besser, die andere, ne? Ja, schon. Ja. Ja, die ist ein bisschen breiter. Na, Katze? Alter, ich kann nicht mehr. Wie geil. Da liegt er, ja. Nur gut, dass das deine Werkstatt nebenan ist. Oh, Junge! Junge! Ey! Ab jetzt hier, ui! Ist er jetzt so krass drauf, dass er die umspeist in der Kurve? Nee. Berger, ich mach dich Schnacks. Hau, hau, ha! Ist das geil? Mach mal Regen an. Oh, ja, nun wieder. Oh ja. Oh. Ich glaube, da geht hier gar nichts mehr. Oh shit. Jetzt krieg ich ja. Am Bürger vorbei. Jawohl. Oder? Nee, scheiße. Da kommt er wieder. So eine Kacke hier. Aber die alle nehme ich mit hier. Ui. Boah, Junge, wie er rüberzieht. Nicht schon wieder. Nein. Alter, ey, dieser Volvo, der hat echt Schmackes unterm Arsch. Ey. Das gibt's doch gar nicht hier. Jetzt aber. Der scheiße Dänische kommt nicht aus der Pötte hier. Der hat's jetzt auch geschmissen, er hängt halt im Boden. Scheiße. Oh Mann. Oh, das ist so geil. Das macht echt Fun, kein Scheiß jetzt. Nein! Meiste Zeit bin ich mit 40 Jahren. Ich bin kaputt. Das kann doch nicht sein, oder? Zum Glück kann man ja sofort reparieren. Ich habe die Zinsschaden. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Warte mal. Wie kommt wieder? Ich muss nochmal gucken. Getriebe. Motor. 565 PS, Alter, der kommt nicht aus der Pötte hier. 10 Gänge haben wir noch mal. Ich nehme, kann man mit 10 Gänge hier nehmen. Bestellen. Vielleicht geht er dann. Haben seinen Trailer hier so geil hingestellt bei der Werkstatt. Das schon nicht, das schon weg. Oh, die stehen da. Nochmal testen. Also meine Damen und Herren, wenn ihr es noch nicht so mitgekriegt habt, wir fahren gerade auf der Rennstrecke hier bei Tucson. Und davor waren wir in Houston. Ist da noch ein bisschen hier rumgedüsselt. Ja, also es gibt echt manchmal Sachen, die musst du einfach mal ausprobieren. Und die bringen echt Fun. So, also wenn ihr mal mitfahren wollt, gerne. Einfach auf dem Server join, oben angepinnt. Könnt ihr mal eine Runde mitdriven hier. Ich hab zwei Verfolger. Jetzt geht aber ab wie Schmitz. Ich hab gar nicht mitgezählt, wie viele Runden ich habe. Da bräuchte ich jetzt noch so einen Counter, ne? Dass du hier irgendwie so. Ja. Robert, gib Gas! Ja. Komm. Ich hab jetzt 6 Gänge. Wie viele? 6. Niedrigst überhaupt. Was er gegeben hat. Und dann den niedrigsten Radstand da hinten. Fährt einer mit Schaltung? Tutti. Waldchen. Hallo. Das sieht aus hier auf der Karte. Ich hab mich gerade verschaltet. Oh, ey. Ich hab gerade aus Versehen den ersten geschalten. Der bremst wie scheiße. Und ich hab Motor-Fehlfunktion. So, ideal. Oh, ist das herrlich. Ist das? Ich habe echt schon viel Scheiße gemacht, ne? Aber das ist echt. Oh, Junge! Jo, okay!
Mike, hast du den Konsolenbefehl nicht schon mal drin gehabt? Bist du schon mal mitgefahren? Steht übrigens in der Beschreibung. Erst im Singleplayer eintragen, in der Konsole und dann auf Konvoi gehen und dann einfach nach Nordic suchen. Und dann hier mit hier Rennen fahren. Oh, da hinten hat es einen im Tor geschmissen. Einen? Hier stehen drei. Echt? Ja, ich habe im Rückspiel nur einen gesehen. Entschuldigung, jetzt habe ich keinen Verfolger mehr. Aber das ist gut, mit der Flycam funktioniert das hier richtig gut. Hier kannst du mal schnell zack, zack, ne? Ich soll vielleicht schalten, ich fahre die ganze im dritten Gang. Ey, das ist mal. Ich hätte die Livestream umbenennen sollen, oder? ATS, Rennabend. Truck Racing. Bremst du, Dive? Oh. Oh, das macht mir der Pause, oder was? Hau. Guten Abend. Hallo, moin. Na, Chef, er ist fit? Ja. Willst du mitfahren? Willst du auch mitfahren? Ich bin schon beim Andi hier. Aber der haut mir immer ab. Scheiße, ich muss zurück, statt. Derby Truck Simulator. Ey, das ist doch keine Rennstrecke. Jetzt fahren sie alle mit ihren Firmentrucks rennen und morgen kommt der Chef auf Arbeit. Oh Gott, wird das teuer. Aua, das kostet teuer Geld. Das kostet teuer Geld. Von wem? Das kommt gut über Trucki. Na, läuft der Beta-Test. Michael, siehst du, läuft wie erste Sahne. Ja, wegbleiben, würde ich sagen. Besser geht's gar nicht. Wir fahren mit Truck Racing. Wir wollten eigentlich beim ATS einfach eine Tour fahren, aber irgendwie sind wir jetzt hier beim Truck Racing geblieben. Hier und in Houston. Bah! Muss hier auch noch rein. Also in 13 Minuten ist es um 9. Falls wir noch eine Tour fahren wollen. Ja, wir fahren jetzt gleich nochmal. Natürlich auch eine Tour. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Geschichte jetzt hier heute Abend gewesen, ne? Aber irgendwie. Nein, Loser, bleib stehen! Oh, ich wollte nur jemanden. Drei LKWs nebeneinander, jetzt werde ich gesandwiched. Hilfe. Gesandwiched? Das kenne ich nur bei irgendwas anderem, aber gut. Lali. Junge, wer stellt hier seinen Auflieger mitten rein? Ja, das habe ich mich auch gerade schon gefragt. Der Tanktrailer, ne? Das genau. Auflieger. Sogar mit drei. Das ist Marco, Level der 2. Kommt jetzt dann gleich in der Kurve. Ja, ich kenne ihn schon, da habe ich vorher schon fast dagegen gerammelt. Ja, das ist Level 2, weil ihr schon so viele Runden habt. Genau. Das ist Level 2. So meinst du? Alter, das gibt's doch nicht. Aber wir machen Sachen momentan, das ist Wahnsinn, da kriegst du echt. Oh, Loser will so wissen, er fährt mit drei Trailern hier durch. Oh. Das klingt so, als wenn ihr da oben irgendwo bei dem Testgelände wärt. Bei Tucson. Ja. Bei Tucson, New Mexico, die erste Rennstrecke. Ah, da unten. Muss ich jetzt mit der Flycam ein bisschen begutachten. So. Dass man das ein bisschen mal sehen kann hier von oben, meine Damen und Herren. Wie sie alle fahren, wie die Verrückten hier. So, guckt euch das an, wie die Verrückten hier. Das sieht aus hier, ne? Aber die andere Technik hat mir besser gefallen. Das war wirklich mehr so, ne? Aber da fehlt mir leider die Werkstatt, die man hier hat. Ja. Nein! Very, very funny das Ganze heute Abend. Und? Achtung! Echt, wer hat echt ohne Rücksicht auf Verluste. Ich hätte das nochmal abändern sollen. Truck Racing. ATS Truck Racing. Ja. Also wer mitfahren will, wir haben noch Platz. Wir sind aktuell 27 von 40 Leuten. Ihr könnt gerne noch dazu stoßen, wenn ihr wollt. Ne? Vergesst nicht, den Konsolenbefehl einzugeben. Und dann könnt ihr dann, ne? Na, du kannst ja ein Truck Racing machen, aber dann definitiv ohne Trailer. Ja. Wenn man Trailer macht, ist das so holländisches Niveau. Ja, ist richtig. Scheiße, Kuh. So, ich mache jetzt auch nochmal eine Wartung beim Hobel, dass ich hier sauber bin.
Bestätigen. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinfahren, weil jetzt sollten wir doch mal hier aus dem Knick kommen. Weißt du, gar nicht so schlecht, wir werden das nochmal machen. Ich fand das richtig cool. Ich würde da jetzt sagen, San Francisco. Würde ich sagen. Aufträge, was haben wir denn hier für Aufträge von? San Francisco ist aber in einer Stunde ganz schön sportlich. Ja, wir brauchen was mit 1000 Kilometer. Ja, das ist ja gut. Ich hätte was nach Odessa, nach Texas oder Del Rio. Ich hätte was nach Phoenix. Noch Arizona. Arizona? Eine Volvo Erdbauwald. Aber ist nicht weit, ne? Würdest du nicht eine Stunde fahren? Dass wir die Zeit. 132 Meilen. Ist ja nicht viel. Ich hätte auch noch was nach Oklahoma City. Das wären 935 Meilen. Ja, dann nehmen wir das. Hier aus von Tucson, ne? Genau, von Bitum gleich. Ja gut, der passt. Dann lock ein und dann schüsseln wir dahin. Also, meine Damen und Herren, wer jetzt mitfahren will, fährt mit. Wir sind jetzt bereit, eine Tour zu fahren. Jetzt haben wir eine Stunde Unfug gemacht, jetzt sind wir eine Stunde Real Life fahren. Also, ab geht's zu Bitumen, meine Damen und Herren. Ab geht's. Hast du deine Gänge wieder um, die Schnellkatze? Ja. Ja, ich auch. Das ist dann der Tourismusfarm. Ja, das war so. Also wir haben tatsächlich jetzt eine Stunde, also wie ist jetzt mitgekommen, wir haben eine Stunde lang Truck Racing gemacht. Achso, da musst du gleich sein. Gran Turismo mit für Arme. Gran Turismo mit Autos kann doch jeder. Ja. Mit LKWs musst du es machen. Ja, das ist richtig. Hä? Willst du mich eigentlich irgendwie rollen oder so? Wieso? Los. Ja, die Fracht gibt's auf immer nicht mehr. Jetzt? Nö? Bei Bitumen oder was? Das ist doch schon wieder ein übelster Scam. Aufträge. Guck mal, von Bitumen. Vor allem im Auftrag. Ach, ist das von. Warte mal. Gibt's hier zweimal Bitumen? Oh, mein Game ist gecrashed. Auch schön. Natürlich. Jetzt bist du weg. Ja, stimmt. Jetzt bist du weg. Ich sag euch, da hat irgendjemand den Befehl wieder nicht eingegeben. Sag ich euch. Ich hab's extra nochmal angesprochen. Ihr müsst alle, meine Damen und Herren, ganz wichtig, wenn ihr hier auf dem Server joinen wollt, unten in der Beschreibung steht dieser kleine Text. G-Tralala Max hier, Konvoi 128. Kopiert euch den raus, geht bitte in den Singleplayer, so wie ich jetzt hier. Geht auf Drive, macht die Konsole auf und tragt da diesen Satz ein. Ja, diesen. G-Max Konvoi Size 128. Habt ihr das gemacht, dann kommt erst in den Konvoi. Wenn das jemand nicht macht, dann funktioniert die ganze Chose nicht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Zumindest besteht dann die Gefahr, dass es crasht. Richtig. Also das bitte beachten. Katze, machst du nochmal oder soll ich mal? Ich bin schon dabei. Also, dann sag an, wenn du hast. Dann warten wir kurz, bis er das Go gibt. Also schaut bitte, dass das funktioniert. 2 hours later. So, Konvoi ist auf. Konvoi. Ich gebe dann hier bloß Nordic ein, das hat voll gut funktioniert. So, Nordic. Drückst du Enter und drückst du, gehst du. Jupp, Server ist back. Können wir beitreten. Jupp, und schon sind wir wieder drauf. Aber bitte. Das war der nicht vergessen. Park weg, aber ich hätte was nach Del Rio, Texas. Ja, komm, nimm an. Alles klar. Oh, jetzt kommen sie wieder alle, wie die Folgen hier. Auch von der Firma, wo du stehst, oder? Nee, irgendwo anders. Okay, dann fahre ich jetzt hier die Hiddenwürde noch schnell zu Ende, die hier rechts weggeht, von der Firma aus. Und dann. Aber auch hier von Ding, ne? Ich fahre jetzt mal bis vor. Warte ich mal, bist du? Habt ihr die Hiddenwürde hier rechts schon? Ja. Von bei Gallenöl ist Start. Gallenöl. Zum Teil. Bei Gallenstein. Nein, das war ich gerade in der Werkstatt, jetzt habe ich wieder 8% Schaden. 10%. Na, das ist er doch. Ah, das ist jetzt ja ui. Aber ja, erstmal so ellenlanger Auflieger. Wo sind die Schoße hier? Guck mal, Gallenöl ist hier. Wo sind die Schoße? Muss ich noch lang fahren? Ich sehe nichts von lauter blaue Punkte hier, ey, ist Wahnsinn. Zeit.
Wo ist denn das hier? Geil. Da bin ich schon mal falsch. Geil. Das ist im Norden von... Ach, da, hier. Ja, nee, ja, hier rechts, rechts, so, ne? Ah, ich schon. Osten, hallo. Oh, hast du auch diesen ganz langen Auflieger genommen? Ja. Okay, ich hoffe, das, Alter. Das wird lustig. Ja. Geht in die Hose? Wo steht denn der? Ich weiß es auch nicht, ich muss mich erstmal auf den Firmen. Hier links, Vorsicht, Katze, da kommt einer. Ah, so, hier ist er, ey. Junge, wo musst du? Warte, ich fahr weg. So, schauen wir mal hier. Hier lang? Downtown. Hallo. Okay, ich muss mich erstmal an die Länge gewöhnen. Mhm. So, hier lang? Wo ist Laden, Katze? Bei Gallon Öl in Tierskern. Ups. Ja. Okay. Boah, guck dir das. Das hatte ich auch an. Das ist so eine Drecksbude. Ach du Scheiße. Vor lauter blauen Punkte sieht man hier nichts mehr. Wahnsinn, oder? Das ist schlimm. So, wo steht der Hobel? Achso, ich muss ja den Auftrag erstmal kopieren. Ne? Erstmal an dem hier. So, 26, da sind wir noch. Katze, mit so einem Trailer hast du Probleme? Ja, ich fahr sonst nie ATS. Und dann noch die Lenkung so weit vorne. Echt jetzt? Oh, da ist Funkpunkt in Arbeit. Aber das ist doch ein nur ganz normaler 45 oder 53 Fuß Trailer. Ist doch, das ist doch nichts. Ganz normal. Hm? Ich habe bei Discord ein Bild von meinem Truck reingestellt, mit was ich so unterwegs bin. Ja, ich habe es schon gesehen, Junge. Das ist das fast das Dreifache davon. Wie die Wolken. Das ist richtig. Da wir so viele Spieler sind, wir könnten natürlich schon gerne losfahren. Ist überhaupt gar kein... Oh, scheiße, falsch gegangen. Überhaupt kein Ding. Wir können uns ja auf der Autobahn positionieren. Da ist schön gerade und da passen auch alle hintereinander. Ja, oder ihr könnt auch noch. Oder ihr fahrt schon mal langsam los oder wie auch immer. Das ist eigentlich wurscht. So. Das ist auf der Buttonbox mal hier umstellen. Hier ist alles noch auf Tastatur hier, die ganze Schose. So, jetzt raus hier. Jetzt, sie haben Post. Was soll das jetzt? Sie haben. Hui! Ah, schön. Wahrscheinlich bin ich im Level aufgestiegen. Alter Verwalter. Clear Keep. Ich habe mal 55 Meilen eingeloggt. Das ist eine gute Idee. Das können wir schon relativ schnell. Da kommen wir langsam. Die Vollidiot hatten das bei mir auf KMH eingestellt, aber was ist Quatsch? Nee, also da ja die ganzen Verkehrsschilder alle auf Meilen sind, ja. Nämlich auch im Navi und überall alles Meilen. Scheiße. Ja, macht ja eigentlich auch Sinn. Ja, dieses Umgerechnen und Gemachen, gut, ja. Das ist ja eine Macke. Ja. Einfach lassen. Ey, wie das hier aussieht, überall Punkte, blaue Punkte, ne? Das sieht so geil aus. Komm. Ich sehe vor lauter Punkte die Strecke nicht mehr. ich zeig's euch das gleich nochmal, wenn wir jetzt hier... Wir schüsseln jetzt mal hier los. Wie viel Tonnage ist denn das überhaupt hier? Ich guck, 14 Tonnen, das ist nicht viel. Ja, aber du hast ja Gefahrguttafeln dran. Was hast du denn geladen? LPG. Boah. Oh.
Gurs, genau. Gleich jetzt richtig los hier. Super Zündi. Ja, genau. Also, was ist angelockt? 55? Ja. Da kann man es eigentlich gut sehen jetzt hier auf der Karte. Ja, 55. Wie das aussieht hier, ne? Geil, ey. Das ist so geil auf der ganzen Karte, die ganzen Punkte. Alter. Voll mega. Ich glaube, wir sind, vorher waren wir 26. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt aktuell sind. Ich kann es euch nicht sagen. Sieht man leider hier nicht. Und Punkte zählen ist schwierig. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir fahren einfach mal. Das sehen wir schon, wenn wir ankommen. Wie Leute wer sind. Aber cool ist es auf alle Fälle. Da hier wird nichts. So, ich hoffe, euer Wochenende war einigermaßen in Ordnung. Alter, lass mal da. War zu kurz. Wie immer, ja. Wochenende ist immer zu kurz. Ich hatte gestern ein Erlebnis oder meine Tochter und Schwager war da mit seinen drei Kids. Wir hatten alle einen Schock. Also die Kids waren echt sehr erschrocken. Wir waren gestern in der Stadt, Eis essen, bei uns war ja 25 Grad. Gehen durch die Stadt und Samstag ist Hochzeit und so, ist immer ein typischer Hochzeitstag, gab es so ein schönes Wetter, ist auch voll in Ordnung. Und es war eine türkische Hochzeit. So. Oh. Jetzt sind die da bei uns, sind die, pass auf, das kommt noch, ich wäre fast ausgeflippt. Kein Scheiß, ich habe Toleranz, ja, schön und gut, aber da war bei mir vorbei. Pass auf, die sind bei uns durch die Stadt durch. Sind mitten am Stadtplatz stehen geblieben. Es war Samstag, weiß ich nicht, was, 14 Uhr oder so. Viele Geschäfte hatten noch offen, so Shopping-Dinge und so, wo man einkaufen kann und so. Die haben mitten, wo das, wir haben Einbahnstraße, ne, muss man dazu sagen, stehen geblieben. Autos alle quergestellt, sind ausgestiegen, haben getanzt. 5 Minuten, 10 Minuten. Haben den ganzen Verkehr aufgehalten. Haben sich die Leute schon übelst aufgeregt, weil nichts mehr vorangeht, weil die da hier mitten in der City hier tanzen und so. Hab ich gedacht, oh, muss jetzt vielleicht nicht zwingend sein. Kann man mal machen, aber nicht in der Form. Dann sollen sie es irgendwo am Volksfestplatz machen, wo Fläche ist, dann können sie da von mir aus was ich was machen. Das Schlimme war dann, dass vorne aus dem Auto einer ausgestiegen ist, und das hat er zweimal gemacht, hat eine Pistole rausgeholt und hat 5-6 Mal in die Luft geschossen. Ist 10 Meter weitergefahren, hat die Knarre wieder rausgeholt, vor allen Leuten, da ist Eiskaffee und was weiß ich, und wieder 5-6 Mal in die Luft geschossen. Alter, ich wäre fast ausgetickt. Ich bin so. Wo war der Schutzmann? Ich weiß nicht, keine Ahnung, Polizei, wie sie sich was mit dir rumdümpeln. Ja, die brauchst du gar nicht rufen, weil die nur am Donut fressen sind. Kein Scheiß. Hast du voll vergessen, den Verein. Du, meine Tochter und Neffe nicht, und sie sind alle da und, oh Gott, eine Pistole. Alle, die haben alle Schiss gehabt. Ich bin hinterher, ich sag mal, habt ihr eine Macke oder was? Die laufen über die Kinder rum, spinnt ihr oder was? Habt ihr einen Arsch auf? Ja. Einen Arsch auf. Dann sagt er zu mir, ja, dann geht er doch zu dem dahinter, der rumschießt. So, ihr seid doch hier mit dabei bei dem Verein. Ihr seid ja nicht ganz dicht oder ihr seid ja nicht ganz sauber, ey, ohne Scheiß. Ich meine, tolerant, schön und gut, aber ich glaube, da irgendwo ist es immer beim Level, wo man hier, ne? Und vor allem mit Pistolen, mitten in der City, wo hier keine Ahnung, wie viele Leute rumrennen und Kinder und könnt ihr nicht in die Luft schießen, seid ihr bescheuert? Haben sie nur gegrinst. Also, da denke ich mir wirklich, wie schon gesagt, Toleranz, ja, schön und gut, aber irgendwo ist bei mir ein Level vorbei, wo ich sage, nee, da war bei mir Ofen aus. Da habe ich gedacht, nee. Da haben sich viele aufgeregt, tatsächlich viele, aber war, also da war bei mir der Ofen aus. Aber ganz schlimm, Samstag war für mich absolutes... Ja, wenn bei so einer Aktion dann keine Polizei kommt, dann frage ich mich echt, wozu haben wir die? Ja, ganz ehrlich, also ich war wirklich sehr, sehr erschrocken bei dem ganzen Szenario und... Gerade wenn überall, es war geiles Wetter, 25 Grad, die alle Familie essen da Eis bei uns, weißt du? Und dann so ein Scheiß, weißt du, das macht man nicht mit der Pistole. Das war wahrscheinlich so ein Schreckschusspistole, aber trotzdem. Kannst du nicht in der Luft rumschießen wie ein Bekloppter, ey. Die sind so behindert, du Scheiß. Und das war, ich arbeite wirklich mit vielen Leuten aus anderen Ländern zusammen, klappt super, aber das ging absolut. Sowas von unter die Gürtellinie, aber sowas von. Ich war richtig stinkig, ich war richtig assig gestern, richtig pissig. Weil das ging mir richtig auf den Sack. Das wäre nicht die erste, Veranstaltung, die sie auflösen in der Art. Ja, gibt's öfters. War ja schon öfters. Ja, sowas gibt's öfters, ja.
Ja, aber sowas macht man doch nicht, oder? Ich hab einen türkischen Arbeitskollegen, den werde ich morgen mal in der Arbeit fragen, ob das so gang und gäbe ist, dass man da irgendwie so eine ganze Stadt blockiert und tanzt und so. Und dann noch die Knüfte raus und nur peng, 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 hier einen auf Wildwesten macht. Die haben alle ein Rad ab. Die haben alle ein Rad ab. Also, es war für mich ganz schlimm, meine Tochter war voll verschreckt und auch die anderen Kinder. Das ging mir einfach voll auf den Sack, weißt du, was macht man einfach nicht am helllichten Tag, am 2 Nachmittag durch die City zu fahren mit über Familien mit Sitz und Eis essen, ey, das ist so behindert. Das ist ja, aber da stellt sich mir immer wieder ein und dieselbe Frage. Wo ist die Polizei, wenn man sie mal braucht? Kannst du vergessen. Kannst du komplett vergessen. Ja, aber das, ich weiß, ich kann auch noch. Ja, selbst wenn ich, nee, andersrum, selbst wenn meine Kumpels und ich einen Einsatz haben, ja, kannst du zu 60% vergessen, dass wir polizeiliche Unterstützung kriegen. Kannst du vergessen. Es waren auch relativ. Hat der KI-Verkehr gerade gemacht. Muss man auch sagen, es waren relativ viele Leute, also viele Autos. Da so eine türkische Hochzeit ist natürlich nicht mit 5 Mann, sondern da ist richtig Rambazamba. Und da ging es richtig ab. Und da, ich weiß nicht, der Polizeistation, die wir hier haben, da. Ach, die ganze Sache. Kannst du alle hier, ne? Kannst du alle zugipsen und abheften. Das ist halt schwierig, sowas. Was ist, willst du mit 2 Polizeiwagen antanzen? Wenn da 20, 30 Wagen kommen und. Also, das ist. Also, keine Ahnung. Aber für mich, ganz schlimmes Wochenende. Zumindest der Samstag, ich war am Nachmittag richtig pissig. Und meine Frau, ja, jetzt beruhig dich. Sag ich, nee, weil mir das auf den Sack geht, sowas. Ja. Doch, da erschrocken alle, die Kids und so. Macht man doch und nicht. Und so wenn du dich über sowas aufregst, ne? Was ist die erste Reaktion? Was ist die erste Reaktion? Dass du ganz, ganz, ganz weit an der rechten Seite stehst. Das, wie wollen wir hier nicht so braun denken, richtig? Genau. Und schon geht's los. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Dann sollen die Leute denken von mir, was sie wollen, aber das geht unter die Gürtellinie. Und ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn in unserer Stadt jetzt, wir haben ja auch Wahlen, also gut, jetzt dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr kommen dann Wahlen, wenn gestern zumindest der ein oder andere jetzt umdenkt, wenn du sowas siehst, ne? Gerade bei sowas mit Waffen und so ein Scheiß. Und das geht einfach gar nicht. Wer den Spieß Baum macht, das ist meine Türkei, dann wirst du sofort weggeschlossen, ja. Den Schlüssel weggeschmissen. Ja, 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 ja. Aber voll immer, die knallt die auf der Straße ab, wenn sie es. Genau, die fragen gar nicht, ob das Schreckschuss ist. Nee, das. Wirst gleich erlegen, ja, fertig. Du siehst es halt nicht, weißt du, ich meine? Du weißt ja nicht, was der für eine Knifte ist. Kann ja auch ein Echte gewesen sein, das weiß ich ja nicht. Der hat einfach nur die Knifte rausgeholt. Ich dachte, ich sehe nicht, was macht denn der? Hält das Ding in der Luft und schießt da 5-6 Mal. Der 10 Meter weiter, steigt wieder aus und macht die gleiche Scheiße wieder. Und das halt. Da sind irgendwo Tauben runtergefallen oder so. Ja, ne? Ich hab keine Ahnung. Genau. Was der, keine Ahnung. Wollte sich bei Fusche Döner schießen. Ehrlich, ich glaube, ich hätte an die Polizei gerufen und hätte dann gesagt, die wird geschossen in der Innenstadt. Ob sie sich nicht mal bequem wollen, hierher zu kommen. Ja. Es haben tatsächlich, ich muss tatsächlich mal das bei mal eingehen. Oh, der Traffic, Alter, was machst du hier, Alter? Bist du voll behindert oder was? Mal gucken, ob da war. Viele Leute haben das mit dem Handy gefilmt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar irgendwo im Internet rumschwirrt. Da muss ich mal gucken dann. Ganz ehrlich, sowas will ich gar nicht sehen. Nee, will ich auch nicht. Aber mir ging es voll auf den Sack einfach. Und der ganze Samstagnachmittag war da irgendwie so ein bisschen geknickt und so, weil die Kinder so ein bisschen, war das nächste Pistole? Und, kommt der wieder? Und, Da denke ich mir, Alter, ihr habt doch so behindert, das Ganze aus ist. Nee, kein Verständnis. Naja, sowas erlebst du auch bloß einmal. Aber ich glaube, in den Großstädten ist sowas so gang und gäbe, ne? So Berlin und solche Geschichten, was man da immer so in den Medien hört oder auch im Internet sieht, also das ist schon öfters, dass sowas mal passieren kann, ne? Dass die da die Straßen sperren und dann hier abtanzen, ja, aber und feiern und keine Ahnung. Wenn ich ja in auch jetzt, wo sie die Kriminalitätszahlen da veröffentlicht haben, mhm, und haben gesagt, ja, so und so viel Prozent Immigrationshintergrund, bla, und was weiß ich, und wir greifen jetzt durch und das ist ein knallharter Rechtsstaat und bla. Ja, hör auf zu labern, ey. Nichts wird passieren. Ja. Das haben wir die letzten 10 Jahre auch gesehen. Naja, ist wahrscheinlich. Ja. Was passiert denn da großartig? Gar nichts. Leider nicht. Nur bla, 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 bla. Mehr ist es nicht. Ich sag mal so, mich hat es halt einfach nur so extrem gestört. Klar, man macht es einfach nicht mehr, sperrt nicht einfach die Stadt ab und macht da hier, fängt man zu tanzen hier mitten vor alle und so. Das machst du halt nicht. Und was mich halt am allermeisten gestört hat, war das mit der Pistole und überall die Kinder.
Das geht mir im Kopf. Das sag ich, Alter, jetzt hab zu Glück. Das sehe ich auch bei mir hier. Jeden Tag vor der Tür, ja. So, das gab mal eine Zeit, da standen die hier mit 4 oder 5 Streifenwagen. So, da war Ruhe. Ist klar. So, das ist jetzt aber schon, weiß ich nicht, 1,5, 2 Monate her. Wie ist es jetzt? Genauso wie vorher. Was hat sich getan? Nichts. Das ist für den Arsch. Ist schon schlimm. Einfach schlimm. Aber wie du schon vorher gesagt hast, du sagst was. Oh, bist du sofort. Ne? Wir wollen mal hier nicht so braun denken. Nee. Aber ganz ehrlich, ich habe gestern, also Samstag Nachmittag, ich habe ganz braun gedacht, aber da war ich so richtig kackbraun. Unterwegs. Ganz ehrlich, das sage ich auch hier live in Farbe und Bunt, was mir egal ist, weil da geht es um Kinder und um Sicherheit und sowas und das macht man nicht und da fehlt mir sämtliches Verständnis und solche Leute können meines Erachtens, sollen sie dahin, wo der Pfeffer wächst, keine Ahnung, sollen da hier rumballern und ihre Hochzeit feiern, ist mir Rille, aber da denke ich, das ist mir so scheißegal, wenn Kinder mit dabei sind, ne, da bin ich raus. Ganz ehrlich. Mir wurscht. Und ich war schon in der Türkei vor ein paar Jahren und ich weiß, was da abgeht und die Leute sind alle voll nett und voll in Ordnung und was ich meine. Ja, und ich glaube, wenn ich da rübergehen würde und müsste da leben oder so, dann müsste ich mich auch integrieren, ne? Das ist klar. Hier schreibt einer Sachsenplayer. Ist das der Sachsenplayer? Keine Ahnung. Oder heißt der andere Let's Player? Ja, da ist Let's Player, den du meinst. Aha, alles klar. Ich wollte gerade sagen, echt jetzt? Nee, der Let's Play Sachsenplay, der hat 116.000 Follower, glaube ich. Ja, dann hätte er hinten so einen blauen Haken. Das erkennst du eigentlich daran. Wenn jemand über 100.000 Follower hat, dann hat er da so einen blauen Haken. Alter. Okay. Ja, Mann, siehst du sofort. Das war gerade knapp, Patze. Aber der hinter mir ist mir draufgefallen. Hier ist ein Unfall, oder was? Ach, der blaue Punkt hier ist ja schon wieder hier. Wieso überholen wir eigentlich in einem Konvoi? Ja, das frage ich mich auch. Weil wir sind ziemlich ganz schön verstreut hier, ne? Wenn ich mir so auf die Karte gucke, so ein bisschen. Birke fährt jetzt wieder Richtung Norden. Quicksilver ist kurz vor Las Vegas. Lustig. Ja, jeder kann erfahren, wie will, ne? Ja, jetzt bremsen sie auf die linken Spur, bisschen verarscht. Aber wir kommen ja nicht weiter, weil der Traffic, also ich weiß nicht, sind wir zu weit weg hier, aber da fährt der Traffic wahrscheinlich ganz schön scheiße zusammen da vorne, oder? Alter Verwalter hier, das ist Wahnsinn. Trucky, genau so sieht's aus. Es war ein bisschen abreagieren auf der Teststrecke, da kann man ein bisschen sich abreagieren. Aber gut. Jetzt habe ich mich abreagiert, jetzt bin ich glücklich, jetzt habe ich mich gefreut wieder. Konnte ich mal wieder Dampf ablassen. Muss zwar morgen in der Arbeit nochmal machen. Ich muss mit meinem Kollegen da morgen mal reden. Der ist Türke, der ist irgendwas mit 50. Muss den mal nachfragen, wie das süß ist. Diese Standard ist das, da man hier so, weiß ich nicht, umballert und kennen. Naja, mal gucken. Achso, der Christian ist kurz vor Vegas, er hat noch keinen Text. Achso, ja klar, dann macht Sinn. Dann macht das Sinn. So, am Mittwoch übrigens, meine Damen und Herren, morgen Abend gibt es einen Livestream, aber das ist dann von der Renault vom Glover, mit dem habe ich schon geschrieben, bestimmt 3-4 Mal jetzt schon das Wochenende. Da geht es um seinen Renault Range T, da gibt es ein Update, ein riesen fettes, der hat den 2013er komplett überarbeitet, weil er es immer nicht verstehen konnte, wie man mit den neuen Range T Evolution fahren kann und das alles obenrum alles noch oldschool ist. Alter Black Cat, Alter, du hast einen Spiegel, ey. Was ist denn mit dem? Und da gibt es ja morgen Livestream dazu, weil das sind so viele Amber-Punkte. Du machst den LKW auf und du siehst nur Punkte. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Sieht relativ lustig aus. Also da morgen 20.15 Uhr. Und am Mittwoch, bei Dienstag bin ich nicht da. Dienstag ist hier der Chef-Tag. Und am Mittwoch gibt es dann einen Livestream in ETS 2. Wird das bis zu 30, wir machen 30, weil es hat letztes Mal gut funktioniert, oder zumindest einigermaßen. Machen wir mit 30 Spielern im STS-Konvoi.
Aber mit Belka-Accessory, meine Damen und Herren. Das heißt fürs Interieur und Exterieur. Das heißt, da können wir das mal testen. Wir testen quasi, wir bauen unser LKW so schön auf, so wie sie uns gefallen. Und ihr wisst, Belka-Accessory kannst du viele Lampen einbauen. Und da wollen wir mal testen, was die Performance dann vom Server sagt und generell, wie es dann läuft. Das wollen wir dann am Mittwoch 20.15 Uhr testen. Also das vielleicht mal vormerken. Ich hau dann den Livestream dazu noch raus. Mhm. Belka-Accessory, Tuning Parts im STS-Konvoi. Bei Roundabout, wie halt dann Bock drauf hat, 30 Leute testen einfach mal durch und schauen mal, ob es klappt. Genau. Also Katja und ich haben gestern Abend, wollte ich Wechselbrücke im Multiplayer fahren. Ja. Und die funktioniert noch nicht so ganz gut. Wieso? Wir hatten leichte Probleme, also ich bin bei ihm irgendwie durch die Map gefahren, obwohl ich eigentlich gar nicht gefahren bin. Und dann stand auf einmal mein Auflieger irgendwo rum, wo ich noch gar nicht war. Ja, ganz komisch. Okay, komisch. Und was hatte ich für MS? Ich glaube irgendwas mit 1000, oder? War es nicht so? Ja, du weißt noch nicht, Schnitt war das. Ich hatte ein paar MS. Und dann haben wir die Mod rausgenommen und war ich wieder weit unten bei 20. Okay. Was von 1000? Frage, ob das wie von 1000? Nochmal. Ja, ich hatte 1000 MS. Ach so, okay. Wo ich Latenz, wo wir die Mod aktiviert haben. Okay. Und dann haben wir die Mods rausgenommen und dann ging es wieder. Das ist die Frage, liegt es an Mods allgemein oder halt jetzt an dem Mod explizit? Das ist eine gute Frage. Das gut, ist immer übermorgen. Ich hab ja über... Am Mittwoch. Ach stimmt. Aber da machen wir ja nicht Wechselbrücke, da machen wir nur Ding, ne? Belka, also keine Wechselbrücke. Bin gespannt. Und das testen wir einfach mal. Und das ist dann natürlich aus dem Work-Steam-Workshop aktivieren, ne? Ich werde das dann nochmal in die Beschreibung packen. Das ist das Exterieur für draußen anbauen und fürs Innen anbauen. Da könnt ihr euch da ein bisschen schon mal vorbereiten oder wir können dann auch gerne im Livestream da ein bisschen was bauen. Und dann treffen wir uns irgendwie auf dem Parkplatz, mal gucken, irgendwo in der Schweiz, wo ein schöner Platz ist. Und dann testen wir mal, ob das dann alles so funktioniert, wie wir meinen. Erstmal schön mit Poppys rein. Oh, mega, wird bestimmt geil, wie dann die LKWs so am Schluss aussehen. Da bin ich mal richtig gespannt. Und ob das dann auch so funktioniert, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Das wollen wir nämlich als nächstes testen. Also wir testen jetzt erstmal, wie viele Player können wir hier zocken, wie funktioniert das, kommen wir da so weit rum, passt es. Und dann müssen wir jetzt dann schauen, können wir dann on top mit 30, 40 Leuten, können wir dann noch irgendwelche Mods dazu schalten. Aus dem Steam Workshop. Funktioniert es, funktioniert es nicht. Und das testen wir dann einfach mal aus. Jetzt sieht man hier die Karte nochmal ganz gut, dass man mal sieht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir jetzt aktuell sind. Wenig sind wir nicht, wenn ich da an der Westküste gucke. Dann Phoenix und jetzt hier unten, ich habe keine Ahnung. Müssen wir da nochmal gucken. Ja, Traki hat festgestellt, die Rundumleuchten ziehen an der Performance. Gut, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen, aber das können wir mal gucken. Kennt jemand einen guten Container-Trailer-Mod? Du meinst Seecontainer? Gonzales meint bestimmt die Seecontainer. Dann nimmst du die von, na, wie heißt er? Anouk. Anouk, genau, danke. Anouk, aus dem STS-Forum. Der hat richtig geiles Paket, da machst du nichts verkehrt, wenn du es dir runterladest. Aber es ist halt für die 1,49. 50 weiß ich nicht, ob es geht. Da wird jemand piep, piep. Ja, mein Traxpunkt, 1 km zu schnell. Klingt wie auch ein Herzschrittmacher. Ja. Schön. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. War ja 59. Aber jetzt läuft es wieder stabil, ne? Ja. Allgemein läuft es besser als im ECS. Ah, ECS war wirklich. Also, da hat man schon gemerkt, 30 Leute, okay, passt, ja, aber alles, was dann on top ist oder so, das ist dann immer schwierig. Ja. Oder es liegt dann wirklich an dem, wenn irgendjemand diesen Satz nicht drin hat. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, warum das dann ab und zu mal abschwebt. Brummi, moin. Ist schwierig. Kann man so. Komm, ja, nach dem 30. Mal sagen, kann es doch auch der letzte. Ja, das ist ein bisschen größer als ETS. Von der Fläche her. Und muss ja weniger verarbeiten. Hat jemand seinen Trailer vergessen? Ich bin ihn gerade in letzter Sekunde ausgewichen. Was ist denn?
Arten reicht, um mal gefragt, ob jemand seinen Trailer verloren hat, weil er den gerade ausgewichen ist, der stand mit auf der Fahrbahn. Ich habe einen noch dran. Also ich habe auch meiner ist auch noch dran. Gesattelt. Ja. Das wäre cool, wenn das während der Fahrt gehen würde. Also einfach abzocken, ja, genau. Bewusst nicht. Rumi meint, kann auch im Internet liegen, aber man weiß es nicht. Also ich weiß, ob es im Internet liegt. Ich befürchte oder ich glaube, dass es halt einfach an diesem Konsolenbefehl hapert, aber ich weiß es natürlich nicht. Das war nur reine Spekulation. Blackwolf, glaube ich, hat das sogar kommentiert, meine ich. Und er meinte, dass es wahrscheinlich dann beim Dedicated Server besser läuft. Das müssen wir dann mal ausprobieren. Aber ich weiß bloß nicht, ob beim Dedicated Server, ob man das dann auch so machen kann. Müssen wir mal vielleicht gucken. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da beim Dedicated Server auch funktioniert. Müssen wir dann mal ausprobieren, wenn die 1.50 da ein Final da ist. Sind aber nur Container, ich brauche einen Trailer genauso dafür. Achso, warte. Der fährt mit Wampling in Lage. Ich dachte, da war doch ein Trailer mit dabei. Da war, glaube ich, ein Container-Trailer mit dabei. Michael, moin. Ich glaube nicht. Bei Anox ein Containerpaket? Ja. Oder waren das, nee, waren das nur die Büchsen? Ja. Ja, waren nur die Büchsen. Chassis musst du selber machen. Also selber ein Spiel oder einen Mod-Trailer nehmen oder so. Ja, das, was man vielleicht noch sagen kann, ist. Hast du auch ein Dings, ein Discord? Ja, wir haben Discord, ja. Wir haben Discord. Aber da dürfen nur Leute drauf, die wir schon ein bisschen kennen. Muss man auch dazu sagen. Wir wollen halt natürlich jetzt hier ein bisschen vorgreifen. Also die Leute, die wir noch nicht so gut kennen, die müssen sich erstmal so ein bisschen etablieren. Dann müssen wir schauen. Aber wenn ihr öfters dabei seid und alles soweit klappt, dann kann man darüber mal sprechen. Oh. Aber kein Ding. Aber dann mal bin ich rübergekommen. Ja, jetzt stehen sie überall. Scheiße. Ist mit einer Kurve gefährlich. Ne? Da gibt es doch von SGD. Genau. Synchrone. Container. Genau, richtig, von SG Design. Ja, ist eigentlich ganz schick. Genau, von SG Design gibt es noch, da noch ein Add-on. Da kann man noch, da gibt es auch Trailer-Add-on, da kannst du diesen. Hat UCTV nicht sogar ein Schmitz-Container-Chassis? Stimmt, den gibt es auch noch. Wie, von wem? Von? UCTV. Ah, von Juice, ja genau, der hat auch noch so ein Ding gemacht, das stimmt. Ah, guck mal, genau, der hat, glaube ich, der hat einen Schmitz-Container-Chassis gebaut. Richtig, im STS. Ah, guck da mal rein, da gibt's was, richtig. Juice hat auch was. Glaube ich auch im Steam Workshop, oder? Ja. Ich glaube wohl. Also wie gesagt, STS-Forum, da findest du auf alle Fälle. Ansonsten SG-Design, da kann man sich den Trailer auch selber ein bisschen zusammenfriemeln. Mit anderen Rückleuchten und anderes Gedöns. Es geht, kann man auch selber seine Positionsleuchten setzen und Rückleuchten, kann man ein bisschen auswählen, verschiedene. Das wäre noch eine Alternative, wenn es wäre. Aber der von Juice, stimmt, den richtig, der hat auch so ein Paket gemacht. Das stimmt. Habe ich auch schon mal vorgestellt, ist aber schon wieder ein bisschen länger her jetzt hier. Bestimmt schon wieder, weiß nicht, 5 Monate oder keine Ahnung. Jetzt findest du da wie ein Bärenarsch. Ich bin mal gespannt, wann wir hier ankommen. Wie spät ist es überhaupt hier in Game? Ach hier, 1.39 Uhr. Alter, Alter. Jetzt nochmal für alle, wir sind jetzt hier gerade. Wir haben hier noch ein Stück, haben wir noch? War der Sternenhimmel schon immer so deutlich sichtbar? Was hat er gesagt? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Alex, moin. So, Gonzales, kein Problem. Guckst halt mal durch. Ob das klappt. Selber auf deiner Fahrbahn bitte. Der Sternenhimmel schon immer so deutlich sichtbar war. Achso, jetzt Atemrechnung. Ja. Der Sternenhimmel war schon immer so sichtbar. Seit 1.49. Nein, war er noch nicht. Ja. Ich glaube, da war es, ne? Da kann man die funkeln auch die Sterne, also. Die bewegen ja nicht. Bewegen, aber 1.49. Genau. Die funkeln dann so ein bisschen. Das Janse. Jetzt wird gerade wieder im Konvoi überholt. Chileg. Wieder mal so eine Regel einführen oder so.
Ja, kann man so gut mal machen, dass man sagt, im Konvoi, einer fährt vor, die anderen fahren nach. Kann man machen. Ich meine, ihr wisst ja selber, wenn du im Konvoi unterwegs bist, mit dem Kicken und Bannen und den ganzen Scheiß, das funktioniert relativ easy, ist nicht wie bei Tracker SMP, haben wir ja vorgestern schon mal angesprochen gehabt. Also da ist es relativ easy, auch wenn du jetzt hier 40 Leute oder mehr bist und das bis auf den Sack geht, ist das relativ schnell passiert. Ja, bloß du musst immer wieder rechts ranfahren. Ja, es hilft halt immer nichts. Aber bei Tracker SMP hast du ja das gleiche Problem, wenn jemand reinfährt, musst du da stehen bleiben, um den irgendwie zu reporten und dann, wer weiß, ob dir überhaupt was passiert und. Und hier bleibe ich stehen und check und wiedersehen und das war's für dich. Hat man doch am Freitag gehabt. Genau. Und da ist dann die Möglichkeit, du bannst den und dann kommt er nie wieder auf deinem Server und dann war's das halt, ne? Hast deine Ruhe. Und das geht's ja. Genau. Da sind wir hier einfach ein bisschen flexibler und besser unterwegs. Vor allem, wenn du mit 30, 40 Mann hier on the road bist. Wie ist das? Kommt er dann auf den Server, den du jetzt zurzeit erstellt hast? Und wenn du dann einen neuen erstellst, kommt er dann noch du hast ja, wie Katze vorher schon gesagt hat, die Server-ID ändert sich ja nicht bei dir. Das heißt, du hast quasi dein... Das läuft über Steam, also dein Profil. Und dein Profil hat eine bestimmte Server-ID-User-Nummer. Und egal, ob du dann im ITS-2 oder im ATS den Server stellst, das ist immer die gleiche ID. Und der wird quasi mit dieser ID gesperrt, gebannt. Und dann kommt er nicht mehr rauf, kannst machen, was du willst. Und ich weiß auch nicht, ob es da eine End-Bann-Liste gibt, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber derjenige ist halt dann wirklich gesperrt und kommt nicht mehr rauf. Genau. Ja, Freitag hatten wir das Problem, dass wir gefahren sind. Wir waren kurz vorm Ziel. Und dann hat sich immer einer quasi mit der Flycam vor uns gespawnt und ist immer wieder runtergefallen. Also immer auf die LKWs quasi so draufgefallen. Den haben wir dann natürlich gebannt und dann war das Thema gleich erledigt. Wenn ihr das im Truck SMP, gut, da kannst du die Flycam nicht nutzen. Passiert das vielleicht in dem Fall nicht. Aber die können dich halt einfach wegschieben und wegschubsen und wegdrücken und so. Ja, da musst du aber erstmal reporten und wenn du Glück hast, Siezen admin oder auch nicht und dann musst du warten und ansonsten verkackt er die ganze Tour. Ne? Der Controller habe ich was von Fan gelesen. Und dann wird es jetzt schwierig. So, jetzt gucken wir mal was vom Hiller. Sanatorn. Machen wir 3:40, jetzt wird sie gleich wieder hell um 4 Uhr. Schauen wir mal. Er ist um 8. Kann mit der Originalkarte online fahren oder geht das auch mit der was mit Map Mods? Also man kann natürlich auch mit Map Mods fahren, aber wir werden das bestimmt irgendwann mal, wenn die RPM dann mal raus ist, werden wir das mit der RPM testen. Wird bestimmt noch ganz lustig. Kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Was ich da schon gesehen und gehört habe, holla die Waldfee. Also da werden wir. Aber ich glaube, da fahren wir erstmal mit ein paar Leuten, weil ich da. Puh, sage ich nur. Aber nichtsdestotrotz fahren wir da mit mehr Leuten auch mal. Vielleicht mit 12 oder so, einfach mal so zum Testen. Weil die doch sehr anspruchsvoll ist, ihr wisst es ja. Und ja. Aber geht auch mit Map Mods, logisch. Ich habe einen niedrigen Tankfüllstand. Könnte man dann noch eine Tankstelle kapschen wollen irgendwo? Ich weiß nicht, ob hier noch eine Tanke kommt auf die Schnelle, ansonsten. Weil so weit haben wir gar nicht mehr. Wir haben noch 400 Kilometer. Doch, da müsste nachher noch was kommen. Ja, auf die Schnelle kommt nichts. Ja. Halt in der Stadt. In der nächsten Stadt hier. Doch, da unten kommt noch was. Also unten wird noch was kommen. Wenn die 285er vorbei ist, da kommt noch was. Kleine 1x1 des Truckers. Datenreichtum kommt doch aus der Schweiz, oder? Kommt der nicht aus der Schweiz? Der hat auch so ein Slang. Ist so geil. Was 1x1 des Truckers? Ich brauche einen Wettbewerb. Ist so geil, wenn die anfangen. Mega. Aber die, weil wir gerade bei der Schweiz sind, die Hidden Road, die in Bern. Ich habe mir das ja da, wie gesagt, mehrfach angeguckt mit Zurückspulen und dergleichen. Das ist eine gute Abkürzung durch die Stadtmitte. Genau, ich habe mir sofort gedacht, sag mal, saustark, da fährst du einmal quer durch. Da bist du echt schnell unterwegs. Also von einmal quer durch die City, musst halt wissen, musst halt finden, ne? Aber die Kurven da, Junge, lecko fett, Junge. Das ist schon nicht ganz ohne mit der Nona, ist richtig. Ja. Das ist nicht ganz ohne. Ach, hier geht's bitte. Danone war da Joghurt, ne? Richtig. Ich glaube, da brauche ich zwei.
Hä? Naja, dann flutscht das besser um eine Ecke. Lutschen? Alter, oh. Ich habe das Auto nicht gesehen, Frau Leute. Was? Alter, hier ist so dunkel. Oh, ja. Oh. Oh. Das war doch ein Polizeiauto. Nee, hat er gesagt. Aber wieso, ich hatte doch Vorfahrt. Wieso fährt denn der da einfach durch? Oder etwa nicht? Oder schon? Ich weiß es nicht. So, Snake-Eyeschalter, ich finde, das läuft extrem flüssig. Nicht wie bei Truckers MP, wo die Fahrzeuge dauernd vor und wieder zurückspringen. Ist angenehm überrascht. Ja, es ist richtig. Muss man nochmal sagen, wir sind tatsächlich immer noch in der experimentellen Beta. Wenn dann die Open Beta kommt, also wir springen dann nochmal eins höher, vielleicht läuft es ja dann nochmal einen Ticken besser. Das wissen wir aber nicht. Das wird sich dann zeigen. Das Achtung, rote Ampel, hier vorne. Also das müssen wir uns dann anschauen. Und wenn dann vielleicht mal dann die 1.50 Final da ist, vielleicht läuft es ja dann noch besser. Das wissen wir aber jetzt nicht. Das müssen wir uns einfach anschauen dann. Ne? Dann wäre es cool, wenn von Seiten SCS so ein Server online kommen würde, wo so alle auch drauf könnten, wie Truckers MP im Einsatz oder Promos oder so. Dass man auch mit Leuten fahren kann, die man jetzt so nicht kennt. Ach so, meinst du, aber da brauchst du auch wieder Admins. Muss irgendeiner steuern das ja, Ganze das und das ist jetzt schwierig. Also ich glaube mit diesem, wenn man einen Dedicated Server hat, der läuft da von Haus aus stabiler. Ich glaube, das wäre was, wo ich mir vorstellen könnte, dass du dann mit noch mehr Spielern viel flüssiger und viel besser unterwegs bist. Dedicated ist definitiv stabiler. Und da möchte ich mich als Co-Admin, Bann-Experte jetzt schon bewerben. Du bist immer so streng, Kai. Ja. Da wird Härte befohlen. Da wird Härte befohlen? Welcher Bereich? Wie bitte? In welcher Bereich forderst du Härte? Ist ja okay. In der SCV. Oh, Junge. Das ist gefährlich. Fährst du mit der roten Ampel, wirst gekickt. Ja. Schwierig, ganz schwierige Geschichte. Ja. Aber jetzt bestimmt auch eine Vorfahrtsregeln sind niemals außer Kraft, selbst wenn du Blaulicht und Martin Horn anhat. 25 Leute sind übrigens jetzt hier gerade. Ja, da schmeckt schon den Fressen oben. Alter, die fahren wie die Verrückten hier. Ist denn jetzt ja eigentlich los? Geht das hier auch mal voran oder? Ich glaube. Was ist denn da vorne? Ja, ich weiß es auch nicht. Kann das sein, dass da vielleicht ein Bahnübergang ist? Da ist ein Bahnübergang und eine Ampel in einer. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Oh, dann wisst du Bescheid, Katze. Du brauchst nur Kai fahren. Der kann das jetzt nicht mehr schauen. Ey, wann wird sie überhaupt mehr hell hier? Findest du wie ein Bernasch, Alter? Es ist doch 5 Uhr morgens. Hier ist doch nicht schlimm. Ja, wird erst um 8 Uhr hell. Ja, aber Katze, lass bitte dunkel. Die Ampeln rot von der Kreuzung. Wir kommen gerade so an, da es gerade hell wird. Ich wette, wenn der Ampel grün wird, kommt der Zug. Ja. Ja. Was da? Ich weiß nicht so. Ach, hast du gelesen, was Tracki geschrieben hat? Mit Lebenshaftenqualifikation, ja. So ungefähr so muss man sich vorstellen. Die Qualifikation kann ich dir sofort auf den Tisch hauen. Ja, der Zug ist noch ewig weit weg. Weil ich hab mehrere Schulungen. Von was? Oh. SCVO, Blaulichtunterweisung, Blaulichtunterricht und. Blaulichtunterricht? Ja, sonst darfst du kein... bei uns wird das streng gehandhabt. Du musst gültigen Führerschein haben, musst die Qualifikation als Maschinist und sonst dergleichen haben. Hm. Und du musst diese Blaulichtschulung haben, die ist einmal im Jahr, die ist Pflicht. Pflicht, ja, Pflicht, Pflicht. Sonst darfst du kein Lenkrad drehen mit Blaulicht und Martinhorn. Mhm. Ja. Ich habe jetzt ja den ganzen Tag Zeit. Au. Oh, Scheiße. Ich bin da mit dem Leitkern da vorne. Aber, Katze, ja, bleib stehen. Ja, bleib stehen. Junge. Tracki schreibt Security auch. Ja. Das ich hab hat keiner gesehen. Ich habe Ausbildung, Paragraph 34a mit Sachkundeprüfung. Hab ich auch. Also, wie du siehst, ich hab alles. Das wollte ich noch sagen?
Ja. Junge! Ach so, ja, Katze, du kannst vom Glück reden, dass die Züge hier keine, keine Originallänge haben. Das stimmt, das stimmt nur noch länger. Da kommst du nicht mal raus hier, ey. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Tohuwabohu hier. Stau, Unfall, oh, Traffic, Alter, ich sehe schon bald den Ja, der Alex F74 schreibt gerade, Staplerschein nicht vergessen. Ich habe einen Staplerschein, kann ich dir gerne auch zeigen. Das ist ein Geisterfahrer. Staplerlappen. Aber ach du aber Scheiße, was habt ihr denn hier für ein Wolkenäuel gemacht? Spielen Sie da vorne mal Monopoly? Ja. Was machen Sie? Nehmen Mikado. Monopoly wahrscheinlich auch spielen da vorne. Ja. Nee, LKW Mikado. Mann, ey, was ist denn hier los, ey? Irgendjemand hat dann nichts noch gemeint, der müsste mit Vollgas einfach durchrasen. Hat hier vorne alles durcheinander geschmissen. Aber Monopoly können wir auch spielen. Da habe ich so viele Versionen mittlerweile davon. Ja. Kommt die Bümmelbahn hier noch? Ey, oh, ich bin kurz. Ja, das ist richtig geil, so eine Kreuzung. Ich weiß. Feet und 2000 Feet, ne? Also da könnte da. Hat es doch gerade im Ding, dass es noch einen Mod gibt. Was ist denn da? Wieso bleibt denn der jetzt stehen, der Ochse? Wieso bleibt denn der Zug stehen? Weiß ich nicht, weil der LKW stört, weiß ich nicht. Ich störe jetzt auch den LKW, kannst du mal den Schuh aufblasen hier. Ich glaube, es hackt. Wir werden Probleme haben. Guck mal hier. Schuh aufblasen hier. Der Mietfracht, wisst ihr? Der Zug kann nicht weiterfahren, wenn ein LKW die Strecke blockiert. Kann doch nicht sein, ey. Ich habe Terminfracht, wisst ihr? Da dümpelt sich hier ein am Bahnübergang. Ich denke, das hat mit dem LKW hier zu tun. Ja. Wahnsinn. Was mit hell? Das hat er. Kai ist überqualifiziert, heißt es. Oh ja, klar. Kai. 5:30 geht der Bäcker bei mir. Was machst du? 5:30 geht der Bäcker bei mir. Da muss ich. Autsch. Um 5:30? Meine klingelt um 5. Oder kurz vor 5. Ja, um 5 ungefähr. Wenn ich in der Arbeit müsste, wäre ich um 5:30 schon im Bus. Schon lang. Aber ich muss in die Schule, deswegen kann ich ausschlafen. Ich stehe auch schon 7 auf. Schule? Ja, du wirst ja dein Leben wissen. Berufsschule. Viertel nach 8, da kann ich schön entspannt anfangen. Wahnsinn. Also bis 30. Die erste Stunde in der Berufsschule war bei uns immer eine Doppelstunde. Und so. Und da hast du. Wo habe ich gesessen? Ah ja, vorne links. Immer an der Fensterdingens, an der Fensterreihe, vorne links. Und dann hast du immer gehört. Ja. Nee, ich höre das nicht, ich schlafe da auch mit. Ja. Da war immer ja die ersten anderthalb Stunde erstmal wegrunzen. Wahnsinn. Bist du denn für ein Vorbild, ey? Und zwar unseren jungen Leute zu, du musst so gut zureden, immer aufpassen. Das läuft da so ab. Ja, er hat schon richtig gemacht, das ist bei uns nicht anders. Das ist Standard. Kann ja, doch nicht sein, das ist Standard, schreibt er auch noch. Das Beste ist ja, du kriegst ja in der Berufsschule Geld dafür, dass du nichts machst. Von 8.15 Uhr bis 13.05 Uhr habe ich Schule und ich darf 7,6 Stunden Arbeitszeit schreiben. Gibt's ja nicht, ey. Das ist jetzt nicht bei uns gegeben. Ja, wir haben ja immer blockweise gehabt. Ich glaube, 2 Monate arbeiten, 1 Monat Schule oder wie so war. Ja, das hat er einmal in der Woche. Nee. Einmal in der Woche. 3 Wochen. Mittwochs Berufsschule gehabt, glaube ich, immer mittwochs. Was ist das für ein Beruf? Bettentester? Ein Bettentester, ne? Genau. Aber das wäre aber auch was, aber ich glaube, da brauchst du keine Schule für. Bettentester? Als Bettentester? Berufsschule? Also als Ausbildungsberuf? Ja, gut. Vielleicht Rechtschreibung, wenn du dann die Berichte schreiben musst. Oh. Geil. Ah, jetzt kommt die Schule. Da stellt sich mir die.
auch die Frage, das kann man bei gewissen anderen Produkten auch anwenden. Wenn man jetzt ein Bettentester ist, ist befriedigend dann gut? Ja, schon gesagt. Messer haben auch oft gut abgeschnitten. Eieiei, wie viele Kilometer haben wir überhaupt? 230 Kilometer haben wir noch. Also ich zumindest. Wir haben bis noch 130. Ihr seid ja... Ich habe noch 50 Meilen vor mir. Ihr seid besser durchgekommen, ne, bei dem Scheiß jetzt hier? Ja. Ja, ich bin ja so gut durchgekommen. Kacke, ey. Speedlimit 55, warum auf der Bremse stecken? Ui. Ich war die ganze Zeit hier 59 bei mir. Was hat er gesagt? Soll ich den akustisch? Ich mein CB-Funk geht immer noch nicht. Ich muss mein CB-Funk mal einrichten hier. Im RTS. Hier ist eine Tankstelle. Weil jemand tanken muss. Also ich habe vorhin mal geguckt, ich glaube 25 Leute waren wir. Ich habe mal eine Frage, man kann ja hier so Bilder posten etc. etc., dass sich das andere ja auch angucken können hier im Discord. Mhm. Wie sieht es mit Videos aus, mit kleinen Videos? Keine Ahnung, geht bestimmt. Weiß das jemand? Was? Ob man Discord Videos posten kann, anstatt Bilder. Ja. Ja, aber alles unter einem Megabyte, glaube ich, oder? What? Wie lang dürfen die denn sein? Eine Sekunde. Ein paar Sekunden, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel MB man hochladen kann oder nicht so. Ich meine ein. Aber ein. Wie du mit einem? Ist ja nichts. Und ist nichts. Also wenn du, da könntest du nicht mal Bilder posten. Ich wollte gerade sagen. Was steht da dran? Das liegt dabei an Nitro. Wenn du Nitro hast, kannst du bis 500 MB. Musst du blechen dafür, oder? Ohne? Kommt drauf an, ob man ein Abo hat. Und ohne? Weißt ohne du weiß es nicht. Bei Nitro weiß es nur 500. Ich glaube, ohne Nitro sind es 10 MB. 10 kann auch. Du musst mit ein. Aber bei 1 MB, da können, bei dem mittlerweile ja. Das Screenshots sind ja schon über 1 MB. Ja, richtig. Siehst du das Bild, was ich heute hochgeladen habe? Mal gucken, wie groß das ist. Mal. Wo sind Eigenschaften? Das geht nicht. Na ja, gut, das Bild, was ich heute hochgeladen habe, das hat 248 Kilobyte. Also das ist nichts. Nicht viel. Aber Video ist trotzdem schwierig. Hier habe ich noch ein Bild mit 348 Kilobyte. Das ist ja nix. Die Wolken sind schon wieder geil. Ja, sieht cool aus, ne? Irgendwo mit den Wolken. Gut, hier habe ich ein Bild mit 600 Kilobyte. Ja, das Höchste, was du machen kannst ohne Nitro, ist 25 MB. Alles klar, danke. 25 MB, gut, 25 MB, da kriegst du. Na ja, da bringst du schon ein paar Sekunden zusammen. Ja, auf die Qualität vom Video. Ja, sowieso, ja. Also, ich hätte mal so 10 Sekunden oder was gesagt, genau. Na, HD, High Quality. Ja, das ist. HD. IDP. Prost. Schauen wir mal, die überhaupt mal einholen, die ganzen Jungs. Ist doch da. 113 Kilometer noch. Sind wir gleich da? Oh, was für eine Schlucht. Ui! Da ein Treibholz? Wo soll das sein? Ist das Treibholz? Oh, wieso steht da ein Bus quer? Naja, stehst du quer, siehst du mehr, oder wie war das? Ja. Ja, irgendwie so. Ich möchte ganz gerne mal in Hamburg mit dem Bus fahren. Hä, hey, wieso? Stadtbus oder was? Nee, ja, Wasser. Oder fährt weil, der nicht auch weil, zu Wasser? Weil das ein Amphibienbus ist.
Amphibienbus? Ja. Hat der quasi ins Wasser und wieder raus, oder was? Ja, da kriegst du vorher eine Einweisung. So ohne weiteres darfst du da nicht mitfahren. Du musst auch einen Meter haben, glaub. Den kriegst du da eine Einweisung. So, und bevor dir dann ins Wasser reinfährt, kriegst du nochmal eine Einweisung mit Schwimmweste. Hast du nicht gesehen, musst du dann auch anlegen. Und dann fährt er da rein, macht dann eine, was weiß ich, halbe Hafenfahrt und dann. Das ist bestimmt geil. Also, ein Hafenunfall ist von. Wie los? Hafenunfall ist von Haus aus geil. Was macht der hier? Nein, mit so einem Stadtrundfahrtsboot oder wie die da heißen, habe ich ja schon gemacht, so eine Hafenrundfahrt. Aber ich möchte gerne mal mit dem Bus mitfahren. Ach so, okay, dann kannst du bestimmt irgendwo. Das ist bestimmt geil. Hafenrundfahrt in Hamburg ist auf jeden Fall mega, habe ich schon gemacht. Genau wie ja, wenn du denn Bremer Hafen auch schon. Wenn du denn mit deinem kleinen, ich will jetzt nicht beleidigend sein, aber mit deiner kleinen Nuschale da vor die Containerriesen vorbei schipperst. Das ist damals haben wir Hafenrundfahrt gemacht, da sind wir unter der Kölbrandbrücke durch und da lag so ein riesen Containerdingen. Ja. Da ist er vorne vor dem Bug vorgefahren, hat er gesagt, wenn er jetzt den Anker fallen lässt, dann war es das mit uns. Ne? Da hätte er die Barkasse mal eben schick versenkt. Ach, Barkasse heißt das, Junge. Dankeschön. Gerne. Ja, also ich weiß ja gar nicht, wie viel wiegt so ein Anker? Der hat dann auch keine Ahnung, der Typ, der die Rundfahrt da gemacht hat, der Barkassenführer da, der sagt, wenn er das Ding jetzt fallen lässt, dann war es dann mit uns, ne? Ja, der versenkt euch sofort. Ja. Weil guck dir mal den Containerriesen an, da wirken ja Flugkräfte jenseits von Böse. Was machst du denn da schon wieder? Oh Gott! Wirst du gleich sehen. Scheiße. Ich hab mir lauter Geschenke hingestellt. Nur Dummheit und Bruch. $1,800. Aber war knapp, ne? Knappe Geschichte. Und auf der anderen Brücke fährt der Zug der Woche. Ja, ich wollte nämlich mit dem gleich hier, weißt du, hier Rennen fahren, aber. Ja, scheiße. Aber ich habe auch bei dem Flughafen in Frankfurt habe ich auch mal so eine Fahrt mitgemacht. Da fährst du auf dem Vorfeld, da wo die ganzen Flugzeuge parken und so weiter und so fort. Da gab es den A380 zu der Zeit noch nicht. Aber so eine 747, Alter, wenn du daneben stehst, ja lull. Und der A ist ja noch eine Nummer größer, ja. Alter. Ja, schließlich. Das ist ja der Wahnsinn, Junge. Und sowas fliegt auch noch, weißt du, das musst du ja mal reinziehen. In München war das auch, da gibt es ja auch so Busrundfahrten auf Landeflächen und so, da fährst du ein bisschen rum und so, gibt es so. So, ach so? Tour. Ja, gibt es in München auch sowas, ja. Okay. Und vor meiner Zeit, also bevor ich jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber hatte ich damals ein Vorstellungsgespräch direkt bei der Lufthansa. Oh, direkt bei der. Ah, das hat wehgetan, du. 30 bei der Lufthansa. Und ich hätte damals anfangen können, ich habe es aber dann abgelehnt. Bei der Lufthansa als Logistikmeister in der Ersatzteil Logistik am Hangar. Das heißt, also deine Lagerhalle und deine Mitarbeiter tun da quasi das Zeug kommissionieren. Also, oder wir fangen mal von anders an. Der Pilot landet Flugrichtung München, sagt, du Scheiße, meine Kaffeemaschine ist verreckt. Dann kriegst du quasi ganz schnell. Jetzt muss ich auch. Der draufgefahren ist hier, Scheiße. Dann kriegt er die Meldung im Lager, er braucht unbedingt dringend eine Kaffeemaschine. Dann tun deine Kollegen das ganz schnell auslagern. Und du fährst es dann mit so einem kleinen Scheißhauswagen über die Rollbahn dorthin. Fährst es raus. Entweder so, wenn es eilt, weil vielleicht der Flieger gleich wieder los muss, so eine Stunde oder zwei oder wie auch immer. Oder das wird auf die Seite gelegt und der Flieger kommt dann quasi in den Hangar rein. Und du gehst, und das war so geil bei diesem Forschungsgespräch. Ich musste ja da auf Hamburg, musste so Englisch-Test machen und Computer. Englisch-Test musste ich nicht machen. Bräuchte ich nicht, haben sie gesagt, weil du als Logistikmeister brauchst du keine Englisch-Technik, du musst Leute führen können, bla bla. Da musst du andere Tests machen, so ein Scheiß. Habe ich aber bestanden, hat alles gepasst. Und dann bist du aus deinem Ersatzteillager raus, machst du Tür auf, gehst du in die Straße, machst die Tür auf und dann guckst du bloß nach oben. Ui, da steht er aber, der Flieger. Es war echt atemberaubend. Also es hat mich wirklich gereizt, aber ja. Ich habe mich dann doch
für die Automobilindustrie habe ich mich, achso, ich kann erfahren, über die Automobilindustrie entschieden, anstatt für die Luftfahrt Fliegers. Damals, für die Fliegers. War aber echt geil. Also ich habe cool. Also, in München habe ich es nur auf diesen sogenannten Besucherhügel geschafft. Achso, ja, ja. Der ist ja eh eine Station mit der S-Bahn davor. Ja, da gibt's, du meinst den Runden. Es gibt aber direkt neben der Landebahn gibt's welche, da kannst du mit dem Auto hinfahren. Die sind direkt neben der Landebahn. Da legen sich aber ganz viele Leute mit Decken hin und so und dann und. Hier Kameras. Die Planespotter. Hm. Ja, genau. Oder du, und das direkt neben der Landebahn. Das ist schon cool, weil da kannst du richtig zugucken. Das sieht richtig geil aus. Also ist schon geil gemacht. Kannst du da ja, meine Schwester hat ja mal keine Ahnung, wie lange vor 2008 bis was weiß ich wann, paar Jahre da in Ismaning gewohnt. Mhm, kenne ich ja, sie so weit. Und die habe ich ja dann 2009 besucht, sage ich jetzt mal da unten. Und war 2009 das erste Mal und bis dato das letzte Mal auf der Wiesen. Mhm. Ja, und dann sind ja die, ist ja das ja so halb in der Einflugschneise von dem Airport da. Ja, richtig. Und dann kommen ja die Fliegers da so. Meinst du, was bei mir vor Hause ist, wo ich wohne hier? Ich bin auch in Einflugschneise. Ja, ich auch. Wohne von Berlin. Ja, was ist denn? So, guck mal. Berlin ist jetzt Luftlinie knapp 120 Kilometer von mir entfernt. Was ist das für ein Flugzeug? Gar nichts. Nichts. Ja, rein auf der Hupe. Ja. Ja. Aber ist Katze, stehst du auf der Hupe? Nein. Dutchman? Ich glaube, das ist der Jürgen. Der Morten hat jetzt ein Spiel abgeschmiert. Das ist die Wand. Aber merkst du was, Marco? Warten. Selbst mit so einem Trailer musst du schon ganz schön ausholen. Ja, weil der kann ja Lenkachse nichts. Ja, ja, das sind ganz andere Dimensionen. Ja, ist richtig, das gebe ich dir voll recht. Deshalb mache ich das auch ganz leicht und überspringe das Ganze beim Abladen. Verstehst du? So, und ich fahre das mit Triple. Ja, ich hab drei Anhänger hinten dran. Mit drei Galonen habe ich das noch geschafft. Drei Galonen. Aber du hast ja gesagt, dass du auch das überspringst. Ja, dann musst du rückwärts einparken. Na, bei mir ist ja die Abladezone schon vordefiniert. Ja. Wenn ich losfahre, dann steht die ja schon. Irgendeiner steht hier auf der Hupe. Das ist der Jürgen, glaube ich. Ich glaube, der Jürgen hängt hier auf der Hupe. Ich hab grad meine LKW repariert. Ja, das ist der Jürgen. Der hat ja auch ein Ding. Jürgen, schaut mal deine Hupe aus. Ich weiß nicht, ob der zuhört. Jürgen, Hupe. Ja, bei irgendjemandem ist doch das Spiel abgestürzt. Nee, das war beim Ding. Oh, das müsste Jürgen sein. Hä? Tatsächlich, das ist nicht. Warte mal. Irgendeiner Huf die ganze Zeit. Doch, das ist Katze, tatsächlich. Oder, oder Robert. Ich rufe gar nichts. Oder, oder Dutchman. Also da wir ja nicht wissen, wer das ist, ich würde alle kicken. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Oh. Super, danke. Und wer war's? Ja, wissen wir nicht. War irgendwie kurios. Aber ich hätte gemeint, Katze war's. Ich habe auch nicht gut. Ich habe nichts gut. Da fehlt noch das Symbol wie bei TMP, dass man weiß, wer hupt. Genau. Ich guck mal ganz schnell hier auf den Ding. Wir sind noch 23 Leute. Wir waren am Anfang waren wir ein bisschen mehr. Die haben alle Bock auf Truck Racing gehabt. Weltkarte. Oder so. Vielleicht war ich es. Also ihr seht, Quicksilver steht noch oben.
Der fährt Richtung Norden, Richtung Modesto. Man muss ja über die ganze Karte hier gucken. Der Leon ist kurz vor Pablo. So geil, wenn du mal guckst hier. Dann haben wir hier noch unten haben wir noch der Serpoldi und Hatsumunu. Die sind noch bei Stockton. Und dann haben wir noch hier den Onkel Zayo, der ist Richtung Osten unterwegs. Ja, und der Rest der Rasselbande steht jetzt hier bei dem Bums hier, bei der Rio. Der Rio. Genau. Geile Sache. Also coole Sache, meine Damen und Herren. Ihr seht, das läuft auch ganz normal wie beim Dragasse B. Bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, morgen Abend, wie schon gesagt, 2015 gibt es eine Hot or Shot Folge mit Glover, sein Renault Update. Ein riesenfettes Ding, also wer da Bock hat, guckt mal mit zu, ist ein riesen Update. Also dann Dienstag gibt es nichts, da habe ich keinen Bock. Da muss ich die Chefin bespaßen. Und, und am Mittwoch machen wir dann SCS Konvoi ETS 2. Mit Baker Accessory. Ganz wichtig für innen und für außen. Ja, aber ich packe euch das nochmal in die Beschreibung rein. Da könnt ihr das dann nochmal anschauen, was ihr da genau braucht. Und dann könnt ihr euch das schon mal vorab downloaden. Und dann werden wir das dann dort testen. Genau. Dass wir da schon Bescheid wissen. Jetzt weiß ich nicht, welche. Also ist morgen Abend kein Livestream. Doch, morgen ist Livestream. Aber halt dann mit dem Mod von Glover. Sein Renault. Ja, ich denke, morgen ist Hot oder Schrott. Ja, ist ja Livestream. Okay. Das ist dann als Livestream, weil es halt so viel ist. Ich kann das nicht alles in einem Video verpacken, da brauchst du ewig, das machst du als Livestream ist besser. Okay. Ja. Genau. Da kommt da schon wieder der Zug der Woche. Genau. Genau. Finde ich ganz cool, dass sie die Seekontainer doppelt transportieren können. Finde ich ganz gut. Da sind wir Europäer noch nicht drauf gekommen. Spart natürlich. Geben unsere Tunnel und Brücken nicht her. Ja, leider. Nee. Der Waggon liegt aber auch tiefer, ne? Die haben so eine Schale, wo die dann darunter eingesetzt wird. Ich kenne das schon. Das machen die in Indien genauso. Da haben bloß die den Fahrdraht für die Loks höher gehangen. Okay. Ja. Ja. Die haben da einen riesen Stromabnehmer drauf, die E-Loks. Ja. Sieht lustig aus. Geile Sache, ne? Ja. So, meine Damen und Herren, dann sind wir durch heute. War echt cool. Also auch im ATS Truck Racing. Vielleicht machen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal machen. Nochmal machen, irgendwie so einen Abend mit Truck Racing. Ich kann es euch nicht sagen. Ob wir so, war ganz lustig auf alle Fälle. Hat Spaß gemacht. So für eine Stunde kann man das schon mal machen. Vielleicht können wir es ja nächstes Mal irgendwie nochmal machen. Eine Stunde Truck Racing und dann nochmal eine Stunde fahren. Gucken wir einfach mal. Ansonsten vielen Dank an alle, die mitgefahren sind. Grüße nochmal an die Cargo und an die restliche Bande, die hier mitgefahren ist. Danke dafür. Und Discord, Dankeschön fürs dabei sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wer Bock hat, morgen Abend oder halt dann am Mittwoch. Ne? In diesem Sinn, knallfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und guten Start in die neue Woche. Tschüss.